Willkommen bei einer neuen Folge Let's Test. Heute mit Monster Rehab Tea plus Lemon plus Energy. Ja, Monster Rehab habe ich bei Rossmann erworben für 1,49 plus Pfand. So, schauen wir uns mal das Design an. Hier haben wir dieses typische Monster Logo. Nur diesmal mit so Flammen im Hintergrund. Sieht an sich ganz cool aus. Hier unten halt Rehab. Dann Tea plus Lemon plus Energy. Das Ganze ohne Kohlensäure. Dann haben wir hier so die Inhaltsstoffe. So, für die Leute, die meinen sich zu beschweren, du liest hier gar nichts vor, kann ich nur sagen, seid halt zu dumm zum Lesen. Ich halte schon extra in die Kamera, dann muss ich nicht das ganze Zeug auch noch vorlesen. Dann haben wir hier noch die Ernährungstabelle und die 32 Milligramm erhöhten Koffeingehalt. Jo, und dann hier so diesen monstertypischen Spruch. Ich hoffe, man kann ihn lesen. Ja. Ich sitze auch immer in Las Vegas im Pool und zock Poker. Klar. Macht ja jeder von uns. Hier oben haben wir diesmal komplett alles schwarz. Und das war es an sich auch mit dem Design. Design finde ich ganz cool. Sieht auch sehr nett aus, sehr ansprechend, hat auch sowas Peppiges, Modernes. Ach ja, bevor sich noch jemand beschwert, hier oben sind dann noch so Revive, Guarana und die ganzen Sachen, die auch auf den anderen Monsterdosen drauf sind. Viele Leute haben ja erzählt, dass Monster Rehab nach Eistee schmecken soll. Ich weiß nicht. Ich werde es ja gleich mal probieren. Vorweg, es hat eine leicht unappetitliche Farbe. Erklärt vielleicht auch, wieso es in Dosen verkauft wird. Ich weiß es nicht. Und vom Geruch her riecht es schon leicht nach Energy und Eistee. Ich muss sagen, dass es keinen vergleichbaren Energy Drink vom Monster gibt, der nur annähernd so schmeckt wie dieser Rehab. Es schmeckt wirklich teilweise nach Eistee, nach Zitroneneistee. Es hat ja auch einen gewissen Zitronenfruchtgehalt, was auch den Geschmack erklärt. Es hat etwas sehr Frisches, aber ich glaube, so ein leichtes Prickeln wäre da echt nicht schlecht. Ich finde das Monster Rehab Tea plus Lemon plus Energy eine wirklich gute Abwechslung zu normalen Energy Drinks ist. Vor allem, wenn man öfters nur Monster trinkt, ist dies hier eine sehr gute Abwechslung. Von mir kriegt Monster Rehab eine 2. Ich würde es cool finden, wenn da ein bisschen Kohlensäure drin wäre. Das wäre dann nochmal was Interessanteres, aber man kann ja nicht alles haben. Das war's mal wieder von mir und wie immer Daumen hoch reinhauen.